als Außenbaerbock, als deutscher Außenminister weiß ich natürlich ganz genau, was ich mit meiner feministischen Außenpolitik anstrebe, weil es im Entferntesten was zu tun hat mit Frauen. Die Pandemie hat vieles abverlangt. Und deswegen sind Kinder in unserem Angebot. Und wir müssen einfach im öffentlichen Raum mehr Angebote für Kinder geben, weil Kinder eventuell auch vielleicht in der Pandemie arbeitslos geworden sind und gleichzeitig das große Ganze im Glück halten. Ich sehe da einen Durchbruch, und zwar um die humanitäre Pause zu nutzen, weil, ach nee, das betraf, glaube ich, Israel. Ja, auch da brauchen wir einen Aufschwung für Wirtschaft und Klima, die beide eng zusammenwachsen. Stahlwerke produzieren inzwischen klimaneutralen Strahl und helfen mit beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die wir entdemokratisieren müssen. Wer produziert mit sauberen Additiven, der sollte auch einen Vorteil haben auf den Marktplätzen. Dazu braucht es ein Dreikleid: Wirtschaft, Klima, Investitionen und Finanzen. Und ein Weg von alten Gewöhnungen. Keiner vermisst mehr den mit Kohle betriebenen Kühlschrank oder die Dampflok mit FCKW. Auch beim Wasserschoft gibt es neue Wege. Mit Schorge sehe ich aber, dass fast 70% des Kobolds kommen aus dem Kongo. Und das, wo der Kongo fürs Klima gar nicht geeignet ist. Aber ich denke da immer auch an die Kinder, an die Mütter, an die Väter, an die Familien, an die Frauen, an die Mieter, die ihre Babys stillen, an die Väter, die auswärts essen müssen und an die Schüler, die Aufgaben und Vokabeln verlernen. Und das alles sind Auswirkungen des Klimas. Der Klimawandel ist hier unsere eigene Hamas. Wir haben es in diesem Frühjahr erlebt, dass Waldbrände in Kanada und Spanien die Abendsonne rot gefärbt haben. Abendsonne ist auch rot, wenn es nicht brennt. Aber wenn es brennt, ist sie eben auch rot. Und das sollte alle belasten, alle Steuerzahler und Steuerinnenzahler. Jeden Moment geht es weiter, aber davor möchte ich noch eine Frage beantworten, die mir immer wieder gestellt wird. Viele aufgeweckte Zuschauer fragen mich immer wieder, wie man denn sich nun unter dieser Ampelkoalition vor unerwünschten Behandlungen wie Organspenden, Impfungen und so weiter schützen kann. Und die Antwort ist, man muss in einer Patientenverfügung bzw. Notfallkarte oder Vorsorgevollmacht seine medizinischen Wünsche formulieren und daran ist das Personal gebunden. Mehr Informationen und auch solch eine Patientenverfügung inklusive einer Schutzhülle und rechtlich geprüft passend für den Geldbeutel finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist wie immer unter dem Video. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn schon wieder? Die ziehen alle über mich her. Wer? Die ganzen Deutschen. Wieso denn? Weil die sagen, ich habe geklaut. Was? Was hast du geklaut? Wörter und Sätze. Das kann man ja gar nicht klauen. Das sage ich ja. Sonst, wenn ich sagen würde Hallo und du sagst auch Hallo, dann kann ich sagen, du hast das Hallo geklaut. Das geht ja überhaupt gar nicht. Du hast das Hallo geklaut. Das sage ich ja. Sonst würden ja alle klauen auf der Welt, alle Menschen würden pausenlos klauen. Das sage ich ja. Ja. Du hast eigentlich den Satz geklaut, das sage ich ja. Ich habe überhaupt gar nie nichts geklaut. Na, warum sagen es dann die ganzen Deutschen? Weil ich habe ein Ausmalbuch geschenkt gekriegt und das habe ich eben ausgemalt. Mit fremden Farben? Nee, mit fremden Wörtern. Wie geht das denn? Weil in den Ausmalbuch, da waren eben nur Textteile. Da passen keine fremden Farben, da passen nur Wörter rein. Und jetzt schimpfen die ganzen Deutschen. Nur deswegen? Nee, sie ziehen auch über mich her. Ich hätte keine Ausbildung. Hast du denn eine? In meinem geistigen Alter kann man überhaupt noch gar keine Ausbildung haben. Aber jetzt, die Deutschen wollten halt sicher gehen, dass mit dir alles in Ordnung ist. Da wirst du untersucht. Du wolltest ja unbedingt Bundeskanzler sein, wolltest du ja unbedingt. Mhm. Ja, in Deutschland. Von was? Von Deutschland, nach der Bundestagswahl. Wem? Nach der Bundestagswahl von Deutschland wolltest du ja unbedingt. Wann ist die denn? Jetzt gleich.
Da soll ich Bundeskanzler von Deutschland werden? Ja, das wolltest du ja unbedingt. Wolltest du ja unbedingt. Aber doch nicht im richtigen Deutschland. Wo denn? Wo denn? Ja, ich hab gedacht, wer Bundeskanzler ist wie im Märchenwald. Das ist wie Pokémon und Tom Raider. Hä? Ich hab gedacht, wer Bundeskanzler ist ein Computerspiel. Ich hab gedacht, ich werd sowas wie Lara Croft. Das war's schon mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald.